Guten Tag. Die Beziehungen sind unheimlich schwierig, das wissen wir, dass viele Beziehungen gar nicht funktionieren. Vor allem viele Menschen haben eine schreckliche Angst vor der Bindung und vor der Nähe. Also ich habe neulich mit vielen Leuten gesprochen, Frauen, die Männer haben gesagt, ich liebe dich. Die haben ihr Ringe gekauft und haben gesagt, wenn Lockdown zu Ende ist, werden wir heiraten. Sie haben sich offenbart, sie haben gesagt, alles ist wunderschön. Ich liebe dich genauso sehr, wie du mich liebst. Wir werden heiraten, wir werden Kinder haben. Und dann an einem Tag kamen sie nicht mehr. Also Woche drauf. Warum? Weil sie Angst hatten vor der Bindung. Und von der Nähe. Also viele Beziehungen funktionieren so, dass sie so nebeneinander laufen und jeder macht seine Sache. Da kommt aber nicht zu viel Nähe. Bloß das nicht. Denn diese Nähe zerstört alles, beziehungsweise wenn zu viel Nähe da ist, haben die Männer oder Frauen, aber Männer oft, so viel Angst, dass sie das nicht ertragen können. Weil wenn du Nähe zeigst, dann ist die Sache ernst, dann geht es wirklich um die Wurst. Deswegen lieber so nebeneinander leben. Du machst deine Sache, ich meine Sache. Und ich habe heute Herrenabend und morgen Fußball und übermorgen habe ich sonst ein Treffen und sonst Vorstandsmeeting. Und das funktioniert so von Tag zu Tag. Die Frau hat die Kinder. Die Frau kümmert sich auch um ihre Sachen, hat sie auch Freundeskreis und dann kommt morgen Diana und Lana und Floriana und wie die alle heißen. Und so funktionieren die Ehen. Aber das Gefährlichste ist, wenn man zu viel Nähe zeigt. Und diese Nähe ist verbindlich, wenn du jemanden mit zwei Händen im Gesicht umarmen willst. Und küssen willst und lieben willst, das ist schon zu viel Nähe. Es ist was anderes, wenn du nur so machst. Tschüss Schatz, tschüss Baby. Das ist okay. Aber mit zwei Händen dein Gesicht mit zwei Händen halten und küssen und sagen, ich liebe dich, das geht schon viel zu weit. Bei den Fischen ist das so, es gibt Frauen, die klüger sind vielleicht, das sind oft Löwen, Widder oder Skorpione. Diese Frauen wollen so einen Fischmann haben, weil Fischemänner haben ja einmal diese rationale Seite, habe ich schon gesagt, das sind Schauspieler, das sind, die lieben Theater, die werden zum Clown, die werden zum Komiker, die sind einfach Schauspieler. Und einmal ist dieser rationale Mann zu haben unter den Fischen, aber dann, wie ich gesagt habe, oft diese Frauen, die Widder, Skorpion und Löwe sind, die suchen sich einen Fischemann, der die andere Seite wieder zeigt. Oft sind das Frauen, die finanziell gut situiert sind, ja, die haben tolle Berufe, die haben genug Geld, also Geld spielt da keine Rolle. Und die nehmen sich so einen Mann, Fischemann, der irgendwelche Bücher schreibt, diese Bücher werden nie zu Ende geschrieben, oder er malt da etwas, ein Bild, das Bild wird auch nie vollendet, und er bewirbt sich hier und da für irgendwelche Jobs und sinniert über Jobs und neue Berufe. Und dieser Mann redet mit dieser Frau über Musik, über Samt und Seide, er redet über verführerische Unterwäsche von dieser Frau und spricht über seine Sensibilität. Und diese Frau mag das sehr gerne, weil sie sieht diese extreme Sinnlichkeit bei diesem Mann. Deswegen werden solche Frauen von diesen Fischermännern angezogen. Dieser Mann ist natürlich ein passiver Geliebter. Die Frauen lieben das, aber auch aktiver Liebhaber. Die lieben das auch. Manchmal verwandelt sich so ein Mann und spielt da eine impotente Rolle, weil er muss irgendwie kämpfen und spielen eine Rolle. Deswegen wird er plötzlich da kurz impotent. Das ist auch okay für die Frauen, die lieben das auch.
Und so funktionieren diese Beziehungen zwischen Fischemann und oft Löwe, Widder oder Skorpion. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, viele Beziehungen funktionieren gar nicht, weil die Frauen wollen die Männer verändern. Da gibt es ja ständige Kämpfe, aber diese Sorte von Frauen, die ich erwähnt habe, die diese Fischemänner lieben, diese Sorte von Fischemännern, die sind vielleicht ein bisschen besser dran. Und deswegen sind diese Beziehungen vielleicht glücklicher für diese Frauen und auch für diese Männer. Das ist vielleicht das Geheimnis, wie führe ich eine tolle, glückliche Beziehung. Aber die Zeit ist leider für mich heute um.